Ich trete jetzt ein in den Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Fragestunde. Und beginne mit der Frage 314. Das ist die Frage des Kollegen Andreas Lichert. Herr Kollege Lichert, Sie haben das Wort. Wo ist er? Da ist er. Genau. Drücken Sie mal. Danke sehr, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung. Vertritt sie weiterhin die im integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 geäußerte Auffassung, dass ohne ambitionierten Klimaschutz für Deutschland jährliche Kosten für Klimaschäden in Höhe von 3 bis 21 Milliarden Euro bis 2050 entstehen werden? Frau Ministerin Hinz antwortet. Ja. Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Lichert, das war mir für heutige Verhältnisse ein bisschen sehr schnell. Frau Hinz, da war ich gar nicht drauf gewappnet. Herr Kollege Lichert, bitte. Ja, vielen Dank für diese klare Antwort. Das ist man ja nicht immer gewöhnt. Ich habe eine Anschlussfrage. Frau Ministerin, es ist ja dann offenkundig, dass die Kosten für Klimaschäden deutlich niedriger sind als die Kosten für den sogenannten Klimaschutz. Vertritt die Landesregierung daher auch die Auffassung, dass das oft geäußerte Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden beseitigen, dass diese Aussage falsch ist? Frau Ministerin Hinz? Nein. Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Lichert? Soll mal drauf drücken? Jetzt. Frau Ministerin, das ist rein mathematisch jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also allein, dass wir es wie jedes Jahr im EEG wälzen, ist mehr als das, was hier als das Maximum für Klimaschäden angegeben ist. Wie können Sie dann behaupten, dass die Aussage, dass der Klimaschutz günstiger ist als Klimaschädenbeseitigung, wie können Sie diese Aussage aufrechterhalten? Frau Ministerin Hinz. Also, Herr Lichert, sorry, aber jetzt muss ich doch drei Sätze sagen. Ich weiß ja, dass Sie grundsätzlich der Meinung sind, dass man Klimaschutz nicht braucht, weil es den Klimawandel so nicht gibt, jedenfalls den menschengemachten. Aber jedenfalls den menschengemachten, doch, das ist Fakt, das haben Sie immer wieder behauptet. Und es ist sehr wohl so, dass die Hochrechnungen, und das sind derzeit Hochrechnungen bis 2050, die ja auch noch eine Differenz angeben, vom Jahr 2007 bzw. vom Jahr 2015 stammen, die teilweise in Teilrechnungen auch schon wieder überholt sind. Wenn Sie die Berechnung der Münchner Rück sich anschauen, wie viel Versicherungsschäden es bereits gibt, jährlich für Hessen, für Deutschland, Europa und international, aufgrund des Klimawandels, dann kommen Sie ganz schnell zu einer völlig anderen Rechnung, nämlich die, dass die Menschheit sich selber ausrottet, wenn wir nicht beginnen, ehrgeizig Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Gibt es weitere Fragen, außer von Herrn Lichert? Der hat keine mehr jetzt. Gibt es nicht. Damit ist die Frage 314 beantwortet. Und wir kommen zu Frage 315 des Abgeordneten Jan Schalauske. Herr Schalauske, wenn Sie drücken, kriegen Sie das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, warum werden im Geschäftsbericht des Landes Hessen 2018 im Unterschied zum Geschäftsbericht 2017 bei den Barsicherheiten bei Kreditinstituten im Rahmen des Collateral Managements nicht mehr die Kreditinstitute aufgeführt, bei denen die Sicherheiten hinterlegt worden sind? Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, Herr Kollege Schalauske, im Anhang zum Gesamtabschluss als prüfungspflichtigem Bestandteil des Geschäftsberichts vermittelt das Land ergänzende Informationen zu Posten der Vermögens- und Ergebnisrechnung. Dem Anhang kommt insoweit eine die Vermögens- und Ergebnisrechnung entlastende Funktion zu. Der Bilanzposten sonstige Vermögensgegenstände, der in der Vermögensrechnung des Landes zum 31.12.2018 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 4.075,4 Millionen Euro ausgewiesen ist, wird im Anhang mit ergänzenden Informationen
zur Zusammensetzung der hierin enthaltenen Positionen nach Art und Höhe erläutert. Die im Anhang aufgenommenen Zusatzinformationen gehen insofern auf eine Aufgliederung des Bilanzpostens unter anderem in Forderungen aus hinterlegten Barsicherheiten bei Kreditinstituten im Rahmen des sogenannten Collateral Managements, Forderungen aus vorschüssig geleisteten Versorgungsbezügen sowie auf weitere Forderungsarten mit den jeweiligen Betragsangaben ein. Die ergänzende Berichterstattung im Anhang beschränkt sich seit 2018 insoweit auf eine Aufgliederung nach Art und Umfang der Vermögensposition und sieht hinsichtlich der hinterlegten Barsicherheiten im Rahmen des Collateral Managements im Unterschied zu früheren Jahren von einer darüber hinausgehenden namentlichen Auflistung beteiligter Kreditinstitute ab. Diese im geprüften und uneingeschränkt testierten Abschluss. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass das Land Hessen hier bundesweit eine Vorreiterrolle hat. Umgesetzte Vorgehensweise entspricht allgemeiner Rechnungslegungspraxis und steht im Einklang mit der ergänzenden Erläuterung sonstiger Posten der Vermögens- und Ergebnisrechnung im Anhang zum Gesamtabschluss des Landes. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Erste Zusatzfrage, Herr Schalauske. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben jetzt aus meiner Sicht den Sachverhalt noch mal sehr detailliert geschildert. Allerdings haben Sie nicht die Frage beantwortet, warum Sie bei dem Geschäftsbericht 2018 anders verfahren als beim Geschäftsbericht 2017. Sie haben darauf verwiesen, dass es keine gesetzliche Pflicht gäbe, aber Sie haben es nicht hinreichend begründet, warum Sie es vorher getan haben. Und deswegen würde ich Sie gerne noch fragen, ob es möglicherweise mit der kritischen öffentlichen Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Derivaten zum Schuldenmanagement zu tun haben könnte, dass Sie nicht mehr darauf hinweisen, dass hohe Milliardenbeiträge beispielsweise bei britischen Banken hinterlegt worden sind. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Wir müssen erst mal drücken. Herr Schalauske, vielen Dank für die Nachfrage. Es gibt eine allgemeine Straffung von Finanzberichterstattungen in Jahresabschlüssen. Übrigens nicht nur bei diesem Bilanzposten, sondern auch bei anderen Bereichen wie Kassenkrediten, Verbindlichkeiten bzw. Forderungen in den Bilanzen, wo Kreditinstitute und Partner auf der anderen Seite jeweils nicht genannt werden. Und vor dem Hintergrund einer allgemeinen Straffung der Finanzberichterstattung wird seit 2018, das wird im Jahr 2019 genauso sein, die Einzelaufführung nicht mehr vorgenommen. Übrigens auf Nachfrage bei der Schlussbesprechung des Rechnungshofes in Richtung unseres Prüfers, nämlich PwC, ist dort eindeutig bestätigt worden, dass genau das allgemeinem praktischen Handhaben von Jahresabschlüssen entspricht. Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen? Der Abgeordnete Warnecke. Sehr geehrter Finanzminister Boddenberg, aber Sie wären in der Lage, dem zuständigen Haushaltsausschuss respektive dem Landtag diese Daten zukommen zu lassen. Bitte schön, Herr Staatsminister Boddenberg. Ich wäre in der Lage, Herr Kollege Warnecke, dem Haushaltsausschuss alle Daten zukommen zu lassen, die bei denen nichts entgegensteht. Wir werden im Haushaltsausschuss, das wissen Sie ja auch, zu gegebener Zeit über die von Ihnen bzw. Herrn Schalauske angesprochene Thematik zu reden haben. Das ist ja nicht neu, ist auch hier im Hause schon diskutiert worden. Und insofern verweise ich auf die Beratungen, die im Haushaltsausschuss im Herbst oder wann auch immer gewünscht stattfinden werden. Vielen Dank. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit ist die Frage 315 auch beantwortet. Und wir kommen zur Frage 316. Abgeordnete Gnadl. Ich frage die Landesregierung, inwiefern plant sie, den weiteren Ausbau der Lager- und Logistikkapazitäten hessischer Tafeln finanziell zu unterstützen? Herr Staatsminister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, eine finanzielle Unterstützung über die für das Haushaltsjahr 2020 beschlossenen 100.000 Euro für den Landesverband Tafel Hessen e.V. hinaus, die für Digitalisierungsmaßnahmen sowie der Anschaffung eines Kühlhauses im Logistikzentrum Wetzlar geplant sind, ist nicht beabsichtigt. Die Lager- und Logistikkapazitäten in Hessen sind laut Auskunft des Landesverbands gut ausgebaut. Es gibt derzeit 4 Lager, das Zentrallager in Wetzlar, ein Speditionslager in Schwalmstadt als Service für 17 Tafeln in Nordhessen, ein Speditionslager in Alsbach, Nähe Darmstadt, als Service für 10 Tafeln in Südhessen
ein Lager in Wiesbaden als Service für 8 Tafeln. Die mittelhessischen und die Tafeln im Großraum Frankfurt werden durch das Zentrallager in Wetzlar bedient. Diese Tafeln holen dort direkt ihre Waren ab. Deshalb wird nach Auskunft des Landesverbands ein weiteres Regionallager bei der Spedition Daxa in Erlensee geplant. Die 57 Tafeln in Hessen haben unterschiedliche Lagerkonzepte und werden bei der Anschaffung von Kühllagerkapazitäten seit Jahren unterstützt. Für das Jahr 2020 stehen keine weiteren über den Betrag der Landesförderung zur Bewältigung der pandemiebedingten Kosten für alle hessischen Tafeln in Höhe von insgesamt 1,25 Millionen Euro hinausgehenden Mittel zur Verfügung. Vielen Dank. Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit ist auch die Frage 316 erledigt. Die Frage 317 ist zurückgezogen und wir kommen zur Frage 318 von der Abgeordneten Geis. Ich frage die Landesregierung, wie konnte es dazu kommen, dass die, hier müsste, hätte es heißen müssen, Aufgaben der Deutsch-Abiturprüfungen für die Fachoberschulen vor Prüfungsbeginn bekannt wurden? Zur Beantwortung der Kultusminister. Kurz drücken, dann. Ja. Frau Abgeordnete Geis, die Weitergabe der Prüfungsaufgaben im Fach Deutsch bei den zentralen Abschlussprüfungen in den Fachoberschulen ist auf individuelles Fehlverhalten zurückzuführen. Aufgrund der aktuellen Situation gab es vor Beginn der zentralen schriftlichen Abschlussprüfungen in der Fachoberschule Anfragen von Schülerinnen und Schülern, die besorgt darüber waren, dass Themen und Inhalte geprüft werden könnten, die aufgrund des ausgesetzten Unterrichts nicht mehr unterrichtet werden konnten. Aus diesem Grund wurde es den unterrichtenden Lehrkräften ermöglicht, über die inhaltlichen Angaben im Prüfungserlass hinaus die konkreten Prüfungsaufgaben unter Aufsicht einzusehen. Durch diese Vorgehensweise sollte sichergestellt werden, dass Prüfungsthemen im Präsenzunterricht behandelt wurden. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lotz. Nachfragen sehe ich auch hier keine. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage, 319, der Abgeordnete Pürsün von den Freien Demokraten. Ich frage die Landesregierung, warum hat sie bei Bekanntwerden des Coronavirus nicht umgehend und intensiver auf die Erkenntnisse, Prognosen und Empfehlungen des hessischen und nationalen Pandemieplans zurückgegriffen? Und zur Beantwortung wieder Staatsminister Klose. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, bei Bekanntwerden des Coronavirus und bereits zu Beginn der Ausbreitung in Deutschland und Hessen hat die Landesregierung umgehend effektive Maßnahmen ergriffen, um die ambulante und stationäre Versorgung auch im Falle einer weiteren, Klammer auf pandemischen, Klammer zu, Ausbreitung für die hessischen Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, sowie die weitere Ausbreitung des Virus durch weitreichende Beschränkungsmaßnahmen zu minimieren. Dabei hat sie selbstverständlich auch auf den bestehenden Pandemieplan zurückgegriffen. Insbesondere durch das Mitwirken der Bevölkerung sowie die gute Arbeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes und das Ineinanderwirken aller Sektoren des Gesundheitswesens war es bisher möglich, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 weitgehend einzudämmen. Bei allen ergriffenen Maßnahmen sind stets auch bereits vorhandene Erkenntnisse und Erfahrungen mit in die Planungen und Entscheidungen eingeflossen. Dazu gehören auch die Inhalte des nationalen sowie des in Anlehnung an diesen erstellten hessischen Pandemieplans. Allerdings wurden der nationale wie der hessische Pandemieplan mit dem Fokus auf der Bewältigung einer durch ein Influenza-Virus verursachten Pandemie erstellt. Da jedes, insbesondere jedes neue und in seinen Eigenschaften noch unbekannte Virus in seiner Eigenart betrachtet werden muss, müssen auch die jeweiligen Maßnahmen daran angepasst werden. Sie weichen daher von bereits existierenden und in anderen Szenarien erprobten Maßnahmenempfehlungen ab. Auch muss berücksichtigt werden, ob bereits ein Impfstoff gegen den Erreger vorhanden ist. Dies ist im Gegensatz zu einigen Influenza-Viren, wie beispielsweise der saisonalen Grippe oder der Schweinegrippe, bei SARS-CoV-2 bisher nicht der Fall. Dementsprechend konnte und kann nur sehr bedingt auf die Inhalte des nationalen bzw. des hessischen Pandemieplans zurückgegriffen werden. Die in Hessen gemeldeten Fallzahlen der vergangenen Monate verdeutlichen jedoch, dass die von der hessischen Landesregierung getroffenen Maßnahmen des Infektionsschutzes gewirkt haben und die Ausbreitung von SARS-CoV-2 bisher erfolgreich eingedämmt werden konnte. Vielen Dank. Rückfrage, Herr Abgeordneter Pürsün. Wie präsent waren denn der Landesregierung diese beiden angesprochenen Pläne angesichts der Äußerungen von Ihnen im Ausschuss zum Schutzmaterial und des Kultusministers hier im Plenum
zur Schließung von Schulen. Also diese Äußerungen haben ja nahegelegt, dass die genauen Inhalte des Pandemieplans nicht so bekannt waren. Die Pandemiepläne waren uns sehr präsent. Wir haben uns ja bereits im Dezember auf eine neue Influenza-Welle eingestellt. Auch das habe ich im Ausschuss mehrfach vorgetragen. Wenn Sie konkrete Äußerungen eines Kollegen oder von mir ansprechen möchten, würde ich Sie bitten, die dann tatsächlich auch ganz konkret zu benennen. Dann gehe ich gerne darauf ein. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann ist auch die Frage 319 beantwortet. Wir kommen zur Frage 320 des Abgeordneten Hering, CDU. Wenn Sie kurz, genau. Ich frage die Landesregierung, wie fördert die Landesregierung die Schülerinnen und Schüler im Bereich der MINT-Fächer? Und zur Beantwortung wieder Staatsminister Dr. Lorz. Wenn er drückt. Herr Abgeordneter Hering, die grundlegende Vermittlung von naturwissenschaftlicher und technischer Bildung findet naturgemäß vorwiegend im Rahmen des Unterrichts in den sogenannten MINT-Fächern an den Schulen statt. An den Primarstufen ist beispielsweise Technikbildung in Grundschulen Teil des Sachunterrichts. Durch regionale Fortbildungen für Lehrkräfte sollen aktuelle Themen aus dem MINT-Bereich in den Unterricht einfließen. In den Stundentafeln der Sekundarstufe 1 für die verschiedenen Schulformen beträgt der auf die MINT-Fächer entfallende Anteil der Pflichtunterrichtsstunden circa ein Viertel. Aber nicht nur das flächendeckende Angebot an Unterricht in den MINT-Fächern garantiert die qualitative Förderung, vielmehr nutzen Schulen auch die 104- bzw. 105-prozentige Unterrichtsversorgung, um ihr Profil im Bereich der MINT-Förderung zu stärken. An mehr als 50 Schulen der Sekundarstufe 1 ist in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Lernbereich Naturwissenschaften etabliert. Handreichungen für einen solchen fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht sind veröffentlicht und wurden allen Sekundarschulen in Hessen zur Verfügung gestellt. In Ergänzung stehen neben dem nach der Stundentafel zu erteilenden Unterricht in Mathematik, Biologie, Physik und Chemie zusätzliche Anreize im Wahlunterricht und in Arbeitsgemeinschaften mit naturwissenschaftlich-informatorisch-technischen und eventuell fachübergreifenden und fächerverbindenden Themenbereichen. In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe sind Mathematik und alle drei Naturwissenschaften Pflichtfächer. Darüber hinaus stehen in der Einführungsphase den Schulen zusätzlich zum Regelunterricht sogenannte Kompensationsorientierungs- oder Profilbildungsstunden in Höhe von 5 Wochenstunden zur Verfügung, die von vielen Schulen zur Förderung der MINT-Fächer genutzt werden. Der Mathematikunterricht erfolgt in der Einführungs- und Qualifikationsphase für alle Schülerinnen und Schüler durchgängig mit mindestens 4 Wochenstunden, da Mathematik ein verpflichtendes Prüfungsfach in der Abiturprüfung ist. Darüber hinaus ist auch eine Naturwissenschaft bis zum Abitur durchgängig zu belegen. Das sind die Anforderungen von Seiten des Unterrichts. Und dann gibt es natürlich über den Unterricht hinaus noch zahlreiche Projekte und Initiativen zur MINT-Förderung, die vom Kultusministerium bzw. dem Land Hessen unterstützt werden. Eine erfolgreiche Vernetzung zwischen Unterricht und außerschulischen Partnern erfolgt zum Beispiel bei der Vergabe von sogenannten MINT-Zertifikaten. Schulen mit grundlegendem MINT-Schwerpunkt lassen sich als MINT-freundliche Schulen oder MINT-EC-Schulen zertifizieren. So gibt es in Hessen derzeit 37 MINT-EC-Schulen, damit liegen wir bundesweit auf Platz 3, und mehr als 100 MINT-freundliche Schulen. Ich möchte weiter nennen die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben, deren Ziel es ist, Kompetenzen im MINT-Bereich zu wecken und zu fördern. Davon gibt es eine ganze Reihe. Und dann findet eine Förderung im MINT-Bereich außerhalb der Schulen vorwiegend im Bereich der beruflichen Orientierung statt. Ein Beispiel dafür ist der jährliche Girls Day, der Schülerinnen an Berufe heranführen soll, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. In die gleiche Kategorie gehört das MINT Girls Camp, wo während der Schulferien die Mädchen MINT-Themen für eine Woche praxisnah erleben können. Dieses Camp ist angelegt für Mädchen der Jahrgangsstufen 8 und 9, vor allem aus dem Realschulbildungsgang. Und schließlich gibt es dann noch die praxisnahe Auseinandersetzung im MINT-Bereich, die etwa auch an Schülerlaboren, Mitmachmuseen und vor allem an regionalen Schülerforschungseinrichtungen erfolgt. Vielen Dank. Trotz der ausführlichen Antwort gibt es eine Nachfrage des Abgeordneten Hofmeister. Ja, herzlichen Dank, Herr Kultusminister. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung, aber trotzdem noch die Nachfrage, welche Angebote zur MINT-Förderung für Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit unseren Hochschulen erfolgen. Herr Staatsminister Lorz, Sie drücken einfach. Muss ich schon? Muss ich heute weiter drücken? Okay, funktioniert's? Gut.
Abgeordneter Hofmeister, ich sprach ja schon zum Ende meiner Antwort von den regionalen Schülerforschungseinrichtungen, die Kindern und Jugendlichen vor allem die Möglichkeit geben, ihre eigenen Forschungsideen zu verwirklichen und quasi schon wissenschaftliche Projekte zu bearbeiten. An diesen MINT-Zentren erhalten die Schülerinnen und Schüler natürlich Unterstützung von Experten aus den verschiedensten Bereichen. Das können Lehrkräfte sein, aber das können auch beispielsweise Experten aus der Wirtschaft sein oder auch Beschäftigte von Seiten der Hochschulen. Darauf zielte ja Ihre Frage. Das Ziel ist in jedem Falle, dass Schülerinnen und Schüler eine Kompetenz erlernen können, mit der sie die fachlichen Themen aus den MINT-Fächern analysieren und hinterfragen können. Und zu dieser Bildungskette gehören dann eben auch Schülerlabore, Forscherwerkstätten, Ferienakademien, Netzwerktreffen oder auch Praktika im Rahmen der Berufsorientierung. Und unser besonderer Stolz im Bereich Nordhessen ist das dort erfolgreich arbeitende Schülerforschungszentrum, welches seit Jahren durch das Kultusministerium unterstützt wird. Und in Bensheim entsteht im Moment in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Bergstraße das südhessische Äquivalent dazu, das MINT-Zentrum Südhessen. Daran sieht man, das Schülerforschungszentrum Nordhessen ist ja aus dem Physikclub hervorgegangen, wie eine solche ursprünglich mal eine persönliche Initiative eines Lehrers mit ein paar interessierten Schülerinnen und Schülern, was für weite Kreise so etwas landesweit ziehen kann. Vielen Dank. Zweite Nachfrage hat Herr Dr. Fall. Ja, Herr Staatsminister, ich habe folgende Frage. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Förderung der technischen Bildung ergriffen? Herr Abgeordneter Dr. Falk, da möchte ich vor allem auf den Bereich der beruflichen Orientierung verweisen. Wir haben ja seit 2018 eine eigene Verordnung zur beruflichen Orientierung, die eben auch vorsieht, dass durch Praktika, Kooperationen mit Hochschulen und Betrieben, Schülerfirmen und weitere Maßnahmen Einblick in Berufe mit technischem Schwerpunkt gewonnen werden können. Dafür hat jedes staatliche Schulamt zwei Ansprechpersonen benannt, immer jeweils eine für Haupt- und Realschulen und eine für das Gymnasium, welche die Schulen bei den Maßnahmen zur beruflichen Orientierung unterstützen. Und ganz besonders möchte ich auch hervorheben, auch in Anlehnung an die letzte Frage, die auf die Kooperation mit Hochschulen zielte, das duale Studium, das gerade im Bereich der technischen Fächer eine ganz erhebliche Rolle spielt und wo eben dann auch Wissenschaft und Praxis sozusagen eine ganz neue Symbiose eingehen. Und das spielt natürlich im Rahmen etwa der Berufsberatung, der beruflichen Orientierung für unsere Schülerinnen und Schüler auch eine entsprechend herausgehobene Rolle. Vielen Dank. Jetzt gibt es keine weiteren Nachfragen. Wir kommen zur Frage 321. Frau Abgeordnete Löber. Ich frage die Landesregierung, gibt oder gab es in den letzten 5 Jahren eine Zunahme von körperlichen und oder verbalen Angriffen auf Journalisten in Hessen während der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit? Zur Beantwortung Staatsminister Beuth. Drücken. Jetzt, Frau Abgeordnete. Ja. Frau Abgeordnete Löber, die Berufsgruppe der Journalisten ist in der polizeilichen Kriminalstatistik kein Erfassungsparameter. Allerdings werden Straftaten gegen Journalisten seit 2016 bundeseinheitlich registriert, sofern diese politisch motiviert sind. Es sich also um Fälle des kriminalpolizeilichen Meldedienstes politisch motivierte Kriminalität handelt. Hierbei weise ich ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht nur um körperliche Angriffe handelt, sondern beispielsweise auch um Fälle von Beleidigungen, Verleumdungen oder Diebstählen mit entsprechendem Hintergrund. In Hessen wurden hiernach in den Jahren 2015 und 2016 jeweils eine Straftat erfasst. Für das Jahr 2017 waren es 3 Straftaten, im Jahr 2018 wiederum eine Straftat und im Jahr 2019 waren es insgesamt 7 Straftaten. Die Erhebung des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit zufolge gab es in ganz Deutschland von 2015 bis Anfang 2020 rund 120 tätliche Angriffe auf Journalisten. Die meisten Angriffe ereigneten sich dabei im Jahr 2015 mit 44 und 2019 wurden 14 Angriffe verzeichnet. Hauptbetroffen waren Sachsen, wo mit 55 fast jede zweite der tätlichen Angriffe gezählt wurde. Dem Zentrum zufolge hat sich die Aggressivität insgesamt leider etabliert. Seit 2015 trage eine breite, heterogene Masse der Pressefeindlichkeit und toleriere oder bejuble gar Gewalt gegen Presseleute. Für die Hessische Landesregierung, Frau Abgeordnete, kann ich Ihnen versichern, dass wir derlei Angriffe wie in der Vergangenheit auch immer entschlossen verfolgen werden.
Vielen Dank. Erste Nachfrage, Frau Abgeordnete Löber. Ja, vielen Dank schon mal für die Antwort. Haben Sie auch erste Zahlen für 2020 für Hessen vorliegen? Einmal drücken. Hier, jetzt. Für das Jahr 2020 liegen mir noch keine Zahlen vor. Wir haben aber auch im laufenden Jahr keine Dokumentation der polizeilichen Kriminalitätsstatistik oder der üblichen kriminalen kriminalpolizeilichen Meldedienstes für politisch motivierte Kriminalität. Das liegt daran, dass wir die Daten immer erst am Anfang eines Jahres für das Jahr zuvor entsprechend konsolidieren müssen. Einmal in der polizeilichen Kriminalstatistik und dann für die PMK-Meldedienste. Das haben wir im Innenausschuss schon mal hin und her diskutiert und ist sozusagen dort auch einvernehmlich so geregelt worden, dass wir erst diese Konsolidierung durchführen und dann entsprechende Meldungen machen. Für diese besondere Frage jetzt für die Berufsgruppe der Journalisten gilt dann das Gleiche wie für den Meldedienst ansonsten. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann ist die Frage beantwortet und wir kommen zur Frage 322 von der Abgeordneten Waschke. Ich frage die Landesregierung, wie ist der aktuelle Sachstand betreffend Planungen und Nutzung des Grünhof-Areals auf der Wasserkuppe? Zur Beantwortung der Finanzminister. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Waschke, für die Frage. Das Hessische Ministerium der Finanzen führt gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, HAMUGGEL-V, sowie dem Landkreis Fulda seit einiger Zeit intensive Gespräche, ob und inwiefern eine denkmalgerechte Sanierung des Grünhof-Areals realisiert werden kann. Dabei ist ein gemeinsames Ziel, die Biosphärenreservatsverwaltungsstelle in Bürogemeinschaft mit dem Naturpark Rhön und dem Verein Natur- und Lebensraum Rhön auch künftig wieder bedarfsgerecht auf dem Grünhof-Areal unterzubringen. Nähere Planungen befinden sich in diesem Zusammenhang derzeit noch in verschiedenen Prüfungen. Vielen Dank. Erste Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Waschke. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit, dass der Gebäudeteil, in dem die Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats bisher untergebracht war, aus dem großen Gebäudekomplex, weil ja die Sanierung aufgrund verschiedener Probleme so zeitnah wohl nicht erfolgen wird, herauszunehmen und separat zu sanieren? Kollegin Waschke, ich möchte jetzt verschiedenen Überlegungen nicht vorgreifen. Ich hatte gerade vor 2 oder 3 Wochen ein längeres Gespräch mit einem Kollegen aus der CDU-Fraktion, mit Herrn Meißner, und glaube, dass ich mir ein ganz gutes Bild verschaffen konnte, neben Aktenlage, welche Problematiken dort in der Liegenschaft insgesamt bestehen. Sie sprechen ja zum Beispiel eine der Problematiken an, nämlich dass wir Teilerpachtverträge haben mit der Jugendbildungsstätte, die wiederum ihrerseits, ich glaube 2019, Insolvenz angemeldet hat, mit einem Heimfallrecht für das Land. Das heißt, wir haben es mit einer etwas komplexeren Materie als vielleicht üblicherweise zu tun, über die Denkmalschutzfragen hinaus, die wir natürlich nicht nur dort haben. Insofern halte ich alles, was Sie auch gerade mit Ihrer Frage angedeutet haben, durchaus für denkbar. Aber am Ende kann es auch eine komplexere Lösung geben. Im Moment sind wir dabei, wie Sie wissen, dass Mitarbeiter des Landkreises zwischenzeitlich nach Hilders verlagert werden, aber in Summe am Ende dort eher wieder im Gebäude untergebracht werden sollen. Aber all das sind, das merken Sie schon, eine Reihe von Fragezeichen, die, glaube ich, weiter erörtert werden müssen. Vielen Dank. Zweite Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Waschke. Vielen Dank, Herr Minister Boddenberg. Dennoch stelle ich die folgende Frage trotzdem. Wann glaubt die Landesregierung, dass die Sanierung des Grünhof-Areals beginnen kann, auch vor dem Hintergrund, dass die Ministerin Hinz bereits 2014 bei ihrem Besuch auf der Wasserkuppe gesagt hat, das Land hat Interesse an diesem Ausbau, und das ist ja immerhin nur mal, wenn ich richtig rechnen kann, 6 Jahre her? Ja, ich würde ihn jetzt ungern ein Datum nennen, aber Sie wissen, dass es zwischenzeitlich beispielsweise auch ein Interesse des Landkreises gab mit Blick auf die Bausubstanz und die eigentlich nicht oder kaum kalkulierbaren Sanierungsaufwendungen dort.
hat sich der Landkreis mit seinem Interesse wieder zurückgezogen. All das gehört ja zur Geschichte dieser 6 Jahre, die Sie ansprechen, dazu. Ich meinte eben deutlich gemacht zu haben, aber das wissen Sie, glaube ich, auch, dass es ein sehr komplexes Unterfangen ist, eine traumhaft schöne Liegenschaft, wenn man sie rein optisch betrachtet. Ich habe mir auch mal Pläne angeschaut, Luftbilder angeschaut. Aber so schön, wie es aussieht, ist es halt nicht bei näherem Hinsehen. Viele Probleme in der Bausubstanz, in der Eigentümerstruktur. Und insofern kann ich Ihnen heute noch kein Datum nennen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage 323, Abgeordnete Pürsün von den Freien Demokraten. Ich frage die Landesregierung, wie hat sich die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen bei den hessischen Gesundheitsämtern im Vergleich zu 2019 entwickelt? Und zur Beantwortung statt. Herr Abgeordneter, die Schuleingangsuntersuchung ist eine Reihenuntersuchung aller Kinder vor Schulbeginn. Ein Einschulungsjahrgang in Hessen umfasst nahezu 60.000 Schulkinder. Durch die Vielzahl benötigter Untersuchungstermine beginnen die Untersuchungen für das nächste Einschulungsjahr in einigen Landkreisen bereits nach den Sommerferien. Ende des Monats Januar 2020 hat die Covid-19-Pandemie in Deutschland und Hessen begonnen. Die Gesundheitsämter sind seitdem durch die zunehmenden Aufgaben in Zusammenhang mit diesem Infektionsgeschehen erheblich belastet. Durch die zusätzlichen Aufgaben, wie beispielsweise die Kontaktpersonennachverfolgung, Quarantäneverfügungen, Anfragen, Umsetzung von Maßnahmen im ambulanten und stationären Bereich, mussten in allen Gesundheitsämtern alle zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen, auch anderer Bereiche der kommunalen Verwaltung, zur Unterstützung eingesetzt werden. Daher konnten die Kinder- und Jugendärztlichen Dienste die Einschulungsuntersuchungen nicht mehr regelhaft fortsetzen. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation wurde die Einschulungsuntersuchung für die Gesundheitsämter durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration freigestellt. Aufgrund der aktuell niedrigen Infektionszahlen in Hessen kann davon ausgegangen werden, dass die Aufgaben nun je nach Personalkapazitäten und infektiologischer Lage unter Einhaltung von Hygieneerfordernissen nach und nach wieder aufgenommen werden können. Bei der Einschulungsuntersuchung soll aus Infektionsschutzgründen auf eine Mund-Rachen-Inspektion verzichtet werden. Des Weiteren ist die Terminierung mit solchen zeitlichen Abständen vorzunehmen, dass unnötige Kontakte unterbleiben. Die Gesundheitsämter wurden gebeten, vordringlich diejenigen Kinder zu untersuchen, bei denen die Schule besondere Fragestellungen angezeigt hat. Außerdem sollen in Reihenuntersuchungen im ersten Schuljahr bis zu Beginn der Herbstferien diejenigen Kinder nacherfasst werden, die vor Schulaufnahme keine Einschulungsuntersuchung erfahren haben. Diese Reihenuntersuchung soll die wichtigsten Bestandteile der Einschulungsuntersuchung, Hör- und Sehtest, Messen, Wiegen, Impfbuchkontrolle mit Erfassung der Impfdaten umfassen. Gibt es weitere Zusatzfragen? Genau, vom Herrn Pürsün. Herr Staatsminister, haben Sie einen Überblick, wie viele der 24 Gesundheitsämter in Hessen aktuell oder in nächster Zeit in der Lage sind, diese Untersuchung jetzt durchzuführen? Herr Abgeordneter, darüber besteht derzeit kein aktueller Überblick. Ich habe Ihnen ja geschildert, dass das abhängt von dem jeweils regionalen Geschehen und der Kapazitäten, die in den jeweiligen Gesundheitsämtern frei werden. Und wir werden versuchen, uns darüber alsbald einen Überblick zu verschaffen. Eine weitere Zusatzfrage vom Herrn Pürsün. Aktuell ist ja die Ausstattung der hessischen Gesundheitsämter mit den Zusatzkontaktteams, die von Bundesebene versprochen wurden, noch eher unterdurchschnittlich. Wenn die Gesundheitsämter mit diesen Teams ausgestattet wären, wäre es dann einfacher für die hessischen Gesundheitsämter, wieder einzusteigen in die Schuleingangsuntersuchung? Herr Abgeordneter, da die Gesundheitsämter ja kommunale Aufgabe sind, unterscheidet sich die Situation von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt durchaus erheblich, was die jeweiligen Kapazitäten angeht. Auch der Aufbau von zusätzlichen Kräften, genauso wie von Containment Scouts, verläuft in den unterschiedlichen Gesundheitsämtern sehr unterschiedlich. Von daher kann ich Ihnen dazu keine pauschale Prognose für alle Gesundheitsämter abgeben, aber es liegt nahe,
dass wenn es entlastende Kräfte beispielsweise bei der Kontaktpersonennachverfolgung gibt, dann auch wieder die originären Aufgaben der Gesundheitsämter stärker wahrgenommen werden können. Und dazu gehört ja die Schuleingangsuntersuchung. Ich sehe keine Fragen weiterer Abgeordneten zu dieser Frage und komme zu Frage 324 der Abgeordneten Angelika Löber, SPD. Ich frage die Landesregierung, wie hat sie sich bei der Initiative im Bundesrat Minderung und Kontrolle von Motorradlärm, Verbot von Motorradfahren an Sonn- und Feiertagen verhalten? Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, Hessen hat am 15. Mai 2020 in der 989. Sitzung des Bundesrates dafür gestimmt, die Entschließung in der Fassung anzunehmen, die auch eine Mehrheit im Plenum gefunden hat. Ich füge aber hinzu, diese Entschließung umfasst sehr viel mehr und ist auch bei der Frage des Motorradfahrens an Sonn- und Feiertagen sehr viel differenzierter, als das aus Ihrer Fragestellung hervorgeht. Eine weitere Zusatzfrage von Frau Löber. Herr Staatsminister, wären Sie bereit, die Differenzierung, die Sie ansprechen, etwas zu erläutern? Ah ja, gut. Drücken Sie bitte, ja. Sehr gerne, Frau Abgeordnete Löber. In der Entschließung zur wirksamen Minderung und Kontrolle von Motorradlärm, das ist die Drucksache 125/20, hat der Bundesrat die Bundesregierung unter anderem gebeten, sich bei der EU-Kommission für strengere Lärmemissionsgrenzwerte bei der Genehmigung und Zulassung neuer Motorräder einzusetzen, die Strafen für rechtswidrige Manipulationen an Auspuff, Luftfilter etc., die eine erhebliche Steigerung der Lärmemissionen zur Folge haben, deutlich zu verschärfen, den Umstieg auf nachhaltige und lärmarme Mobilität in Form von lärmarmen Motorrädern mit alternativen Antriebstechniken wie den Elektroantrieb zu unterstützen, Motorsteuerungen an Motorrädern zu verbieten, die individuell vom Fahrer einstellbare Soundkulissen, sogenanntes Sounddesign, ermöglichen und sich für wirksame Messverfahren einzusetzen, um die Kontrollmöglichkeiten auszuweiten. Das, was Sie ansprechen, Stichwort Sonn- und Feiertage, das war die Ziffer 7 der Entschließung, da wurde auch auf den dringenden Handlungsbedarf hingewiesen, für besondere Konfliktfälle, Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen. Hierzu bittet der Bundesrat die Bundesregierung, die einschlägigen Regelungen anzupassen. Motorräder mit alternativen lärmarmen Antriebstechniken, zum Beispiel Elektroantrieb, sollen von möglichen Verkehrsverboten ausgenommen werden. Eine weitere Zusatzfrage von der Abgeordneten Löber. Da es am 4. Juli ja jetzt eine Demonstration von Motorradfahrern in Wiesbaden im Rahmen einer Sternfahrt geben wird, um gegen das geplante Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen zu demonstrieren, ist es richtig, dass wir deswegen am 4. Juli einen weiteren Plenartag haben, damit Sie den Motorradfahrern auch Rede und Antwort stehen können? Und kommt die Landesregierung dann in Lederkombi, um eventuell das Motorradfahren auch mal selber als Sozius ausprobieren zu können? Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich weiß nicht, welche Emotionen es auslöst, wenn Sie sich die Landesregierung in Lederkombi vorstellen. Aber ich weise darauf hin, nochmal, dass es nicht um Verbot des Motorradfahrens an Sonn- und Feiertagen geht, sondern um zeitlich beschränkte Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Fahrverbote an besonderen Konfliktstellen.
Und ich weiß, Sie haben mir ja das letzte Mal gesagt, ich müsse mir immer Gedanken machen, wo die jeweils Fragensteller Abgeordnete herkommt, und mir überlegen, was das damit zu tun haben könnte. Wenn Sie beispielsweise denken an die B255 von Herborn nach Gladenbach, Stichwort Ahrtalsee, oder auch Laubach-Schotten, oder denken Sie mal an den Hochtaunuskreis rund um den Feldberg, denken Sie mal an das Wispertal, denken Sie mal an manche Strecken im Odenwald. Was dort teilweise bei gutem Wetter stattfindet, ist für die Anwohner wirklich unzumutbar. Das will ich an dieser Stelle mal so sagen. Ich glaube, dass an dieser Stelle es richtig ist, im Zweifel auch reagieren zu können. Und das würde ich auch gegenüber protestierenden Motorradfahrern, Motorradfahrerinnen sind da eher selten, die gibt es auch, aber sind eher selten, so vertreten, weil ich bleibe dabei, Verantwortung und Freiheit sind Geschwister. Und deswegen gehört zur Freiheit auch die Verantwortung. Es gibt eine Zusatzfrage des Abgeordneten Richter von der AfD. Ja, Herr Minister, vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Bestandsschutz auf bisherige Euro 4 Auspuffanlagen, zum Beispiel mit Klappen. Gibt es diesen Bestandsschutz oder gibt es diesen Bestandsschutz nicht? Müssen diese Auspuffanlagen, die jetzt Euro 4 eingetragen sind, müssen die eingetragen werden in den Fahrzeugbrief? Als Beispiel, denn wenn Sie sagen, sie sollen verboten werden, heißt das, dass die Auspuffanlagen, die heute nach Euro 4 oder nach EU 4 Norm genehmigt sind, dass die ja dann auch nicht mehr betrieben werden dürfen? Die Leute müssten umrüsten. Wie sieht das aus mit dem Bestandsschutz? Können Sie dazu was sagen? Also, werter Herr Abgeordneter, also es geht um eine Entschließung des Bundesrates, mit der die Bundesregierung gebeten wird, in dieser Richtung tätig zu werden. Und alles, die Verwaltungsvereinbarung dahinter, haben wir jetzt noch nicht geschrieben. Aber ich kann Ihnen aus Kenntnis der bisherigen Praktiken sagen, dass in aller Regel in Deutschland gilt, dass das, was einmal zugelassen ist und weiterhin dem Zustand entspricht, in dem es mal zugelassen wurde, auch weiter fahren darf. Sonst dürfte kein Trabi und kein Käfer mehr unterwegs sein, weil der jeder sozusagen Verkehrssicherheitsrichtlinie und jedem Crashtest widerspricht und im Übrigen auch oftmals keine Kopfstützen, noch nicht mal die hat. Aber ich sage ausdrücklich, das gilt nur, solange der Zustand, in dem das entsprechende Fahrzeug ist, auch weiterhin dem entspricht, wie es mal zugelassen wurde. Wenn daran etwas verändert oder manipuliert wurde, dann erlischt natürlich die Betriebserlaubnis. Ich füge hinzu, es gibt da Ausnahmen, unter anderem dann, dass diese Debatte führen wir ja gerade beispielsweise bei der Luftreinhaltung, wenn wir merken, dass beispielsweise bei Stickoxiden oder ähnlichen Schadstoffen Grenzwerte überschritten werden. Und wenn an so einer Stelle dann wir feststellen würden, das ist dann im Zweifel, ich weiß jetzt gar nicht, ob Bundesemissionsschutzgesetz oder TA Lärm, aber auf jeden Fall könnte es Situationen geben, wo man auch in so etwas eingreift. Aber nochmal, das ist ausdrücklich nicht der Sinn, sondern der Sinn geht erstmal dahin, dass man sich um das kümmert, was neu zugelassen wird. Ich habe eine weitere Zusatzfrage von dem Abgeordneten Warnecke gesehen. Ist das richtig, Herr Warnecke? Ja? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Minister, da Sie das Sounddesign angesprochen haben, das ist ja nicht nur in der Motorradindustrie ein Thema, sondern insbesondere im Bereich des Automobilbaus, auch bei Fahrzeugen, die deutlich mehr als 300 oder 400 PS haben. Beabsichtigen Sie da auch irgendwelche Initiativen zu starten oder wie habe ich Ihre Ausführungen zum Motorrad zu verstehen? Herr Abgeordneter, die Frage richtete sich nach der konkreten Bundesratsinitiative in Sachen Motorräder. Uns als Verkehrsministerium treibt der Lärmschutz in vielen Bereichen um. Wir stellen nur fest, dass in Sachen Motorräder das Problem ein ganz besonderes ist. Das ist ehrlich gesagt bauartbedingt, weil in aller Regel der Motor nicht gekapselt ist und teilweise es eben so auch geradezu konstruiert wird, dass
sozusagen das Moped richtig rührt. Und das ist genau der Punkt, um den wir uns ganz besonders kümmern. Aber natürlich ist die Frage, ob Stichwort Klappen und Ähnliches, die bisherigen Testverfahren bei der Zulassung eigentlich noch dem Stand der Dinge entsprechen, etwas, was ebenfalls uns umtreibt. Ich weiß aber, dass auf europäischer Ebene diese Debatte gerade geführt wird. Unter anderem, dass man sich die Frage stellt, zu sagen, bei welchen Geschwindigkeiten Lärmmessungen gemacht werden. Ich habe mal scherzhaft gesagt, wenn das Sounddesign nur nach innen ginge, also dass derjenige, der drin sitzt, sich die Ohren volldröhnt, aber man draußen nichts hört, soll es mir recht sein. Dann kommen wir nun zur Frage 325 der Abgeordneten Astrid Wallmann, CDU. Herr Abgeordneter, nach unserer Geschäftsordnung sind die haben die Fragesteller ihre Fragen nach § 37 Absatz 3 gestellt. Und die Fragen, die zulässig sind im Rahmen der Fragestunde, sind sozusagen jetzt erfüllt. Und die Fragen, die nicht beantwortet werden können, kommen dann in die nächste, entweder nächste Fragestunde oder als Anlage zum Sitzungsbericht werden sie abgedruckt oder stellen Sie bitte eine neue Frage für die nächste Fragestunde. Dann kommen wir zur Frage 325. Der Abgeordneten Astrid Wallmann, CDU. Frage die Landesregierung, wie unterstützt sie die Schulträger, um die Ausstattung mit Endgeräten zu fördern? Dann muss ich mich jetzt auch wieder von den Gedanken an Sounddesign und Lederkombis lösen. Frau Abgeordnete Wallmann, zurück zu unserem Hauptthema der weltweiten Covid-19-Pandemie. Diese stellt natürlich auch Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie die Bildungsverwaltung vor enorme Herausforderungen. Das betrifft insbesondere den Präsenzunterricht, der durch gute, auch digitale Angebote und Formate ergänzt werden muss. Das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten hinreichend gesehen. In dieser beispiellosen Situation stellt der Bund den Ländern 500 Millionen Euro Bundesmittel im Rahmen eines Sofortausstattungsprogramms auf der Basis einer Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 bereit. Hessen stehen aus diesem Programm rund 37,2 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel des Sofortausstattungsprogramms werden den Schulträgern für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten einschließlich der Inbetriebnahme sowie für den Einsatz erforderlichen Zubehörs gewährt. Ein Ziel ist es, die Schulen bis zur Wiederaufnahme des Regelschulbetriebes zu unterstützen, damit in der Zeit des Corona-bedingt eingeschränkten Schulbetriebes einen möglichst hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern schulische Bildung zu Hause digital unterstützt mit mobilen Endgeräten ermöglicht wird. Die Landesregierung beabsichtigt, das Sofortausstattungsprogramm aus originären Haushaltsmitteln auf 50 Millionen Euro aufzustocken und die Schulträger demnach mit weiteren rund 12,8 Millionen Euro zu unterstützen. Damit wird zum einen die vom Bund geforderte Eigenbeteiligung in Höhe von rund 4,1 Millionen Euro übernommen. Darüber hinaus will das Land den Schulträgern die Möglichkeit geben, Mittel in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro dafür einzusetzen, weitere Endgeräte im Sinne des Sofortausstattungsprogramms zu beschaffen sowie eventuell Supportkosten zu finanzieren. Ich sehe eine Zusatzfrage des Abgeordneten Kaffenberger. Bitte drücken, ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, wie kam es dazu, dass zwischen der ersten Parlamentsdebatte hier und dem ersten Gesetzentwurf zu diesem Thema sich der Anteil der Landesregierung an der Kofinanzierung von 5 auf insgesamt rund 13 Millionen erhöht hat? Bin ich dran? Herr Abgeordneter Kaffenberger, also zunächst einmal beschlossen werden muss das ja von diesem Hohen Hause. Ich denke, darüber werden wir auch morgen noch im Detail beraten. Vom Entwurf der Landesregierung her sind wir in der Tat erst mal mit den 5 Millionen reingegangen, weil das so ungefähr auch ein bisschen aufgerundet dem 10-prozentigen Anteil entsprach, von dem zu erwarten war, dass er aufgrund der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund auf jeden Fall erbracht werden müsste. Und zwischenzeitlich haben wir uns gedacht, es sei doch eine gute Idee, das noch weiter aufzustocken und auf die schöne runde Summe von 50 Millionen Euro zu kommen. Und ich bin auch überzeugt davon, deswegen hoffe ich, dass dieses Hohe Haus das auch entsprechend beschließt.
beschließen und verabschieden wird. Denn ich bin mir sicher, dass wir auch dieses Geld noch gut für dieses Endgeräteprogramm anlegen können. Es gibt noch eine Zusatzfrage des Abgeordneten Warnecke, SPD. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, ich darf Sie fragen, welche Schülerinnen und Schüler werden denn diese Endgeräte erhalten? Haben Sie schon Kriterien entwickelt? Habe ich doch fleißig gedrückt. Okay. Abgeordneter Warnecke, in der Tat, darüber haben wir uns schon Gedanken gemacht. Die Abrede mit dem Bund lautet zunächst, die Geräte sollen an bedürftige Schülerinnen und Schüler verliehen werden, wobei der Bund auf den konkreten Nachweis der Bedürftigkeitsprüfung verzichtet. Aber wir sind darüber ja im Gespräch mit den Schulträgern, denn die Geräte sollen ja von den Schulträgern angeschafft und von diesen dann auch an Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden. Und die Kontingente für die Schulträger werden auf Basis eines Verteilschlüssels nach den statistischen SGB-II-Daten, aus denen die Anzahl der bedürftigen Schülerinnen und Schüler nach dem Bundes- und Teilhabegesetz hervorgeht, ermittelt und mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. Die Berücksichtigung dieser Sozialkomponente bei der Mittelverteilung anstelle einer Verteilung nach Schülerzahlen erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch der kommunalen Spitzenverbände. Über die Bereitstellung der Kontingente hat der Schulträger Planungssicherheit über die maximal zu beschaffende Anzahl an Geräten. Die konkrete Verteilung der Geräte an Schülerinnen und Schüler kann dann je nach Einbindung der kommunalen Medienzentren in die IT-Infrastruktur der Schulträger über die Medienzentren selbst oder über die Schulen erfolgen. Und da besteht dann auch noch ein gewisser Spielraum bei der Identifikation der individuellen Bedürftigkeit der Schülerinnen und Schüler, um die es geht. Noch eine Zusatzfrage der Kollegin, wir haben es inzwischen schon erfüllt. Okay, einen Moment. Ja, bitte. Ja. Wir wurden nebeneinander im Flur. Vielen Dank. Herr Kultusminister, bei der Annahme, dass SGB-II-Leistungen als Grundlage genommen werden, um Schülerinnen und Schüler zu identifizieren, die einen entsprechenden Bedarf haben, befürchtet die Landesregierung nicht, dass es da zu einer Form der Stigmatisierung kommen kann, wie auch immer. Das ist das eine. Und zum anderen werden dadurch erreicht auch diejenigen, die kurz drüber sind sozusagen. Wir haben ja als Beispiel für Eltern, die nicht in den allerhöchsten Einkommensklassen liegen, gerne mal die Polizistin und den Altenpfleger als Vater oder Mutter. Und die Frage ist, sind die vorliegenden Kriterien ausreichend, um auch hier für entsprechende Abhilfe zu sorgen? Frau Abgeordnete Geis, ich darf zunächst einmal noch einmal darauf hinweisen, nach diesem SGB-II-Kriterium bestimmen wir die Kontingente, die an die Schulträger gehen. Also wir haben mit den Kommunalen Spitzenverbänden diskutiert, ob die Kontingente, die an die Schulträger gehen, nach Schülerzahlen verteilt werden sollten, so wie das, ich sage mal, bei dem großen Digitalpakt der Fall ist, oder ob wir ein anderes Kriterium nehmen. Da kamen wir mit den Kommunalen Spitzenverbänden überein. Nein, weil es ja um bedürftige Schülerinnen und Schüler gehen soll, nehmen wir SGB-II als Kriterium für die Bestimmung der Kontingente. Innerhalb der Kontingente dann nochmal genau zu schauen, welche individuellen Schülerinnen und Schüler sind jetzt wirklich bedürftig, das ist etwas, wo wir ganz bewusst den Schulträgern, auch den Schulen vor Ort, auch Flexibilität gewähren wollen, weil es gibt ja auch durchaus, das lehrt einfach die Lebenserfahrung, Schülerinnen und Schüler, die zwar unter das Bundesteilhabegesetz fallen, die aber über eine sehr gute Ausstattung verfügen und die brauchen dann natürlich jetzt nicht noch ein zusätzliches Leihgerät, sondern dann ist vielleicht besser derjenige, der knapp über der Grenze liegt, aber nicht über die Ausstattung verfügt. Das kann aber sinnvollerweise nur vor Ort entschieden werden. Und ich glaube auch nicht, dass es da zu einer Stigmatisierung kommt, denn sonst wäre das ganze Bundesteilhabegesetz eine Stigmatisierung. Dann müssten wir alle unsere sozialen Unterstützungsprogramme wegen Stigmatisierung einstellen, Frau Kollegin Böhm. Das kann ja auch nicht die Antwort sein. Gut. Ich habe jetzt die Geschäftsordnung sehr großzügig ausgelegt. Ich lasse noch eine Zusatzfrage, weil das Interesse an diesem Thema so groß ist, Herr Garf. Bitte eine letzte Zusatzfrage. Das geht eigentlich nicht, das ist richtig, aber ich habe die Geschäftsordnung gerade großzügig ausgelegt. Das habe ich so entschieden und deshalb lasse ich die eine Zusatzfrage vom Herrn Garf noch zu. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich hätte auch darauf verzichtet, bevor es zu Verwerfungen hier führt, aber ich bedanke mich trotzdem. Sehr geehrter Herr Minister, ich habe eine Frage, und zwar
geben einige Schulen an die Elternschreiben heraus, wo über die digitale Ausstattung in den Haushalten nachgefragt wird. Ich würde gerne wissen, ob das von Ihnen bzw. aus Ihrem Ministerium veranlasst ist oder ob das von den Schulen selbst ausging. Vielen Dank. Herr Graf, das ist jedenfalls diese Form ist nicht zentral veranlasst. Aber ich darf anknüpfen an das, was ich eben auch schon in der Antwort auf Frau Kollegin Geis gesagt habe. Es geht ja darum herauszufinden, wer braucht individuell am ehesten ein solches Leihgerät. Und das wissen natürlich die Schulen normalerweise am besten. Und welcher Maßnahmen oder welcher Formate sie sich bedienen, um das sozusagen konkret herauszufinden, auch das würde ich normalerweise den Schulen vor Ort überlassen. Mir sind allerdings diese konkreten Schreiben, von denen Sie sprechen, nicht bekannt. So, dann kommen wir zur letzten Frage in dieser Fragestunde, wenn wir auf die Uhr blicken, nämlich Frage 326 der Abgeordneten Christiane Böhm, Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Ergebnisse ergab die Auswertung der Fixierungsprotokolle in den psychiatrischen Kliniken? Herr Sozialminister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung zur Berichterstattung über die psychiatrische Klinik des Klinikums Frankfurt-Höchst hatte das Hessische Ministerium für Soziales und Integration am 26. Juli 2019 alle hessischen Psychiatrien angeschrieben und um Übersendung folgender Unterlagen gebeten. Blankovordrucke für die ärztliche Anordnung einer Fixierung sowie die Dokumentation der Durchführung, interne Vorgaben und Leitlinien und drittens sämtliche Fixierungsprotokolle in anonymisierter Form für den Monat Oktober 2018. Grund hierfür war, dass sich die Fachaufsicht einen Überblick darüber verschaffen wollte, inwieweit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 Eingang in die klinische Praxis gefunden hatte. Bei der Auswertung wurde keine Prüfung der Einzelfälle vorgenommen. Die Auswertung hat aus Sicht des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration ergeben, dass versucht werden sollte, folgende zu dokumentierende Sachverhalte vorzugeben: Deeskalationsmaßnahmen im Vorfeld, ärztliche Anordnung für eine Fixierung, Beantragung eines richterlichen Beschlusses und den Beschluss selbst, 1:1-Betreuung während der Fixierung sowie Interventionen mit dem Ziel, die Fixierung zu beenden, jedwede Medikation während der Fixierung, Beginn und Ende der Fixierung sowie Dokumentation einer Fixierung unter 30 Minuten ohne weitere Angaben. Fixierungen sind in den Kontext Vermeidung von Zwang im psychiatrischen Hilfesystem einzuordnen. Dazu gehören unter anderem auch die Einrichtung von Safe Wards Stationen, regelmäßige Schulungen im Deeskalationsmanagement, das Bemühen um den Abschluss von Behandlungsvereinbarungen, regelhafte Nachbesprechungen nach einer Fixierung und der Einsatz von Genesungsbegleiterinnen und Begleitern. Damit diese Maßnahmen in der Behandlungspraxis auch wirklich greifen, wird das Hessische Ministerium für Soziales und Integration in den Dialog mit allen an der psychiatrischen Versorgung Beteiligten treten, auch um zu gewährleisten, dass die verschiedenen Perspektiven angemessen in die Verbesserung der Situation der Patientinnen und Patienten einfließen können. Eine Zusatzfrage? Drücken Sie bitte. Jetzt? Okay. Ja. Vielen Dank für den Bericht. Herr Minister, ich frage Sie jetzt, wann und in welcher Form Sie vorhaben, diese Auswertung auch uns in etwas ausführlicherer Form, als wir sie jetzt in den kurzen Stichworten zur Verfügung gestellt haben, zu hören, zu bekommen und ob die Abgeordneten in dieser Frage auch informiert werden sollen. Also Frau Abgeordnete, wir können das Thema, nachdem die Auswertung dann abgeschlossen ist, mit Sicherheit beispielsweise im Ausschuss besprechen. Es stehen Ihnen aber auch sämtliche Möglichkeiten eines Mitglieds des Landtags zur Verfügung, entsprechende Fragestellungen an uns zu richten. Eine weitere Zusatzfrage von der Abgeordneten Böhm. Ja, dafür bedanke ich mich sehr herzlich für diese Antwort. Das war mir schon bekannt, nur wissen wir ja nicht,
wann Ihre Ergebnisse tatsächlich zu einem Abschluss gekommen sind. Und Sie wissen ja schon, dass wir dazu schon häufig nachgefragt haben. Also muss man einfach noch mal ständig irgendwelche Dinge in die Landschaft setzen. Die Frage ist natürlich auch, Sie haben ja im letzten Ausschuss einen dringlichen Berichtsantrag zur Frage der Deeskalation, der von unserer Fraktion eingereicht worden ist, sehr unzureichend beantwortet. Ich frage jetzt, warum diese Antworten nicht auch in diesem Berichtsantrag eine Rolle gespielt haben, warum diese Frage der Deeskalationsstrategie nicht auch in dem Berichtsantrag eine Rolle gespielt hat, wo wir ganz ausdrücklich danach gefragt haben, welche Alternativen es gibt zu freiheitsentziehenden Maßnahmen im Gesundheitswesen. Herr Sozialminister. Also nach meiner Erinnerung haben wir den dringlichen Berichtsantrag auf dem Kenntnisstand, den wir damals hatten, nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet und haben sehr wohl über Deeskalationsstrategien gesprochen. Wir hatten ja auch ausführlich Gelegenheit zu nachfragen. Insofern kann ich da jetzt kein Versäumnis erkennen. Ich habe noch eine Zusatzfrage des Abgeordneten Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen gesehen. Nochmal? Jetzt. Sie sprachen ja von der Auswertung und den Rückmeldungen der Kliniken. Mich interessiert nochmal, ob die Rückmeldung da so ein einheitliches Vorgehen bei der Dokumentation der Fixierung gezeigt haben. Oder gibt es da ein wildes Hin und Her? Ja, Herr Abgeordneter, das haben 26 von 34 Kliniken geantwortet, also die überwiegende Mehrheit. Man muss allerdings dazu wissen, dass ja keine Pflicht zur Übermittlung bestanden hat. Aus meiner Sicht sollten wir darauf drängen, spätestens mit der Evaluation und an der Novelle des PsychKHG, dass wir die Vorgaben für die Dokumentation und die Dokumentationssysteme in den Kliniken doch stärker vereinheitlichen, weil die Qualität der Rückmeldungen tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich war. Deshalb sprach ich vorhin an, was aus meiner Sicht in Zukunft dann auch Teil der Dokumentation sein sollte, insbesondere zu Fixierungen. Und ich glaube, da ist das PsychKHG der richtige Ort, um die entsprechenden Vorgaben zu machen. Vielen Dank. Dann haben wir die Fragestunde damit abgehalten, meine Damen und Herren. Und eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD, Änderung des § 1 Absatz 2 Punkt 4 der Hessischen Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie, Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020 in der Fassung vom 26. März 2000, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Mai 2000, Drucksache 20-3051. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 102 und kann, wenn niemand widerspricht, mit den Tagesordnungspunkten 13, 14 und 15 zu diesem Thema aufgerufen werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren.